Ja, ich will heute den Schwibbogen von Müller Kleinkunst von normalen 3 Watt Glühlampen umrüsten auf LED und dazu habe ich 14 bis 55 Volt LEDs gekauft, die 0,1 bis 0,2 Watt brauchen. Dann braucht ihr noch eine neue Zuleitung mit einem Schalter, denn hier ist jetzt einer verbaut, der dimmbar ist, dann funktioniert das mit den LEDs so und so nicht. So, ich schraube jetzt hier unten die Unterseite ab. Auf der Seite geht von hinten die Zuleitung rein. Da sind 4 Schrauben dran. Und die rüsten wir jetzt als erstes um. Den Dimmer ab und dafür nur noch der normale Schalter. Hier sind solche Kappen drauf. Da ist es alles gepresst und die werde ich dann gegen Lüsterklemmen einfach austauschen. Jetzt mache ich die erstmal auf. Dass ich die einzelnen Kabel abziehen kann. So. Jetzt muss ich mir bloß merken, wo was dran kommt. Das ist es, der blaue Draht. Den. So, das müssen wir abziehen. Das ist dann zum Einklemmen, dass da eine Zugentlastung da ist. Dann ziehe ich das hinten raus. So, und dann schiebe ich das andere Kabel, was ich vorhin gezeigt habe. Das Kabel, das ziehe ich dann einfach jetzt durch. So, ich habe dann einfach kleine Lüsterklemmen. Die Zugentlastung habe ich gemacht, da ist so eine Nut drin. Da muss man das reinschieben von unten mit einer Zange. Zu zweit hat das ganz gut geklappt. Und jetzt wird einfach alles wieder zugeschraubt. Und danach geht es mit dem Wechsel von den Lampen weiter. So, wir bauen jetzt unten noch das Brett ab. Darunter versteckt sich die Beleuchtung für die einzelnen Häuser. Ja, noch eine kleine Kiste drunter gestellt, damit die Kabel nicht so sonst durchhängen. Und jetzt schraube ich die alten alle raus und die neuen rein. Das eine, das linke, ist die LED und rechts ist die normale.
So, jetzt machen wir eine Funktionsprobe, ob alles funktioniert, bevor ich das Brett wieder anschraube. Gut, leuchtet. So, und jetzt schrauben wir das einfach wieder alles zu. Jetzt gucken wir mal, ob alles funktioniert. Tada! Es leuchtet. Sieht prima aus. Also so haben wir einen Schwibbogen von Müller Kleinkunst umgerüstet auf LED von den vorhergehenden 3 Watt Riffelkerzen. Das Einzige, was nicht mehr funktioniert, ist zu dimmen. Ihr könnt den halt nur ein- und ausschalten.